Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Heute fangen wir mal mit einem Unboxing an und gleich schaue ich mal in das Spiel rein. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen. Es geht um Sigil oder Sügel. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Und zwar ist das eine neue Doom-Episode von John Romero himself. Das heißt, von einem der großen Köpfe hinter dem originalen Doom. Der hat sich herangemacht und quasi auch eine neue Kampagne gestaltet, und da gab es von Limited Run eine physische Version davon. Und ja, Doom habe ich natürlich super Erinnerungen, wie wahrscheinlich die meisten von euch, und natürlich noch eine physische Version davon musste ich natürlich haben. Die ist heute frisch angekommen, und wie gesagt, bevor wir gleich in das Gameplay reinsteigen, wollte ich euch kurz mit euch das zusammen unboxen. Das ist nicht die Collector's Edition, das ist die normale Edition. Die Collector's Edition, die war mir dann doch etwas ein Tick zu teuer, die war schon stolz genug, aber die hat hier so schön altes PC Big Box Format, sage ich mal. Aber ich würde mal sagen, machen wir es auf. Ich muss mal gucken, das ist nämlich hier sehr gut eingeschweißt, wie ihr sehen könnt. Ich gucke mit euch erstmal die Packung gleich mal genauer an. Mit der Folie ist das ein bisschen schwierig. Gucken wir mal, ob ich das jetzt einigermaßen sanft aufkriege. Nicht, dass ich irgendwie hier in den Karton reinschneide. Das wäre irgendwie sehr, sehr schade. So, also ich finde die Gestaltung der Box finde ich sehr schön, muss ich sagen. So, na, mal gucken. Hört ihr das? Sehr schön. So, das Messer brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Das tue ich mal beiseite. Jetzt haben wir hier einen super Blick auf die Packung. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so ein bisschen in der Kamera. Das ist hier so etwas erhaben gedruckt, auf jeden Fall, so ein bisschen ausgewölbt. Genau, ihr könnt es so sehen. Ich finde das Cover sehr schön, und auch das hier auf dem Cover der Titel des Spieles, es ist ja so gesehen nur eher ein Add-on ist, drauf ist. Ja, an den Seiten haben wir es aber draufstehen. Sügel in sehr thematisch schöner Schrift, muss ich sagen. Ja, auf der Rückseite gibt es noch mal kurz, was es genau ist. Das vom originalen Icon of Sin, John Romero returns to his roots in Sigil. 3 Megawatt, das sind ja diese Megawatt, das sind ja diese WAD-Dateien, die dann quasi das erweitern und so weiter. Ja, ist sehr schön, und natürlich hier auch schon Rip and Tear. Das ist ja für die Doom-Serie schon, ja, ikonisch, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was da genau alles drin war. Ah, solche Packung hasse ich immer. Ach, die geht aber einigermaßen stabil auf, zum Glück. So. Und wir ziehen mal das Innenleben raus. Das ist nämlich so ein Tray hier drin. So. Die packe ich mal zur Seite, dass wir hier freien Einblick haben. Wie gesagt, das ist die normale Edition. Die war zwar jetzt auch nicht super, super günstig, aber in der Collector's Edition waren halt noch eine Figur mit dabei. Ach, hier ist doch noch Folie. Ach, doch nicht. So, sehr schön, genau. Da kommen wir gleich zu. Das ist der Soundtrack als Audio-CD, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie auch hinten drauf steht, die Musik, auf die bin ich natürlich gleich sehr gespannt. Da werden wir natürlich gleich schön reinhören. Das als Audio-CD. So, dann haben wir hier ein Aufkleber, das scheint von der Qualität her auch durchaus gut zu sein, aber ja, ich bin nicht so der Aufklebertyp, also werde ich den nirgendwo hinkleben. So, was haben wir hier noch? Romero Games, ne? Der John Romero natürlich auch als Aufkleber. So, und das hier, darauf habe ich mich sehr gefreut. Und zwar werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich wundern, hä, Diskette? Was soll das denn sein? Wir hatten heutzutage noch ein Diskettenlaufwerk. Muss mal gucken, wie sie das genau umgesetzt haben. Ich finde das halt so vom Stil her sehr, sehr schön, wie man sieht. Ne? Sieht auch so von der Größe her eine ganz normale Diskette. Sieht auch genauso aus. Aber das ist ein USB-Stick. Das ist nämlich das Klasse dran. Ich muss nur mal gucken. Ich glaube, man zieht das hier irgendwie raus. Nicht, dass ich hier irgendwas falsch mache. Also irgendwo konnte man hier den USB-Slot irgendwie, glaube, rausdrehen. Nicht, dass ich hier was kaputt mache, um Gottes Willen. Muss man hier ziehen, oder? Also USB-Stick, man sieht so ein bisschen
ist hier, ah so genau, man muss das so rausklappen und damit kann man es dann quasi an USB-Anschluss dran packen. Herrlich, oder? Was ich gesehen habe, fand ich, das ist jetzt thematisch so schön gemacht, so der schnöde Datenträger. Ich brauche das auf jeden Fall. Hier sieht man natürlich schon, Version 666 passt natürlich zu Doom. Ich halte es nochmal ein bisschen genauer an die Kamera, die Diskette. Sehr schön gestaltet, natürlich auch Data, John Romero, Musik und so weiter. Das alles Nötige drauf. Ach, hier sieht man hier, 25/1993, da ist der Doom erschienen. Und wie gesagt, die Versionsnummer 666. Finde ich sehr schön. Ich frage mich, was das hier noch ist, aber ich glaube, das ist im Prinzip hier nur so ein Inlay noch. Ach hier, der Ersteller, der Art, nehme ich mal an. Also falls ihr noch mehr Werke von dem Künstler sehen wollt, habt ihr hier die Instagram und Adresse und sowas. Finde ich auch sehr schön hier so pauschal hier hinten eingefügt. Ja, das ist die Standard-Edition. Ich finde es sehr schön. Ich bin sehr begeistert von dem USB-Stick hier. Wird sich sehr schön im Regal machen, aber ich würde sagen, ich installiere das Ganze jetzt mal. Genug lange der Vorrede und wir schauen mal zusammen in das Spiel rein. Bis gleich! So, willkommen zum Gameplay-Teil. Ich finde immer noch, es ist eine wunderschöne Box. Die Installation, die ist nicht ganz so intuitiv und einfach, aber da ist eine readme.txt dabei. Es ist halt eine Mod und ihr braucht natürlich das originale Doom. Da reicht aber auch die Ultimate Edition von GOG. Die kostet, glaube ich, momentan im Angebot $2,99. Also, ne? Es sollte sowieso in jeder, sag ich mal, elektronischen Sammlung sein. Aber schauen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Wir starten New Game. Wir suchen uns natürlich die Sigil-Episode aus. Ja, Schwierigkeitsgrad. Die Episode soll sehr, sehr, sehr schwer sein. Und ich habe schon lange das originale Doom nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal das mittlere. Eieiei. Und wir steigen sofort ein. Zack. Was ist? Die Musik ist auf jeden Fall jetzt schon sehr geil. Ich glaube, ich höre mir auf jeden Fall auch mal den Soundtrack an. Das lohnt sich ja schon fast nur für den Soundtrack, Alter. So, wo geht's weiter? Ja, das ist ein Auge. Okay. Ah, okay, dann öffnet sich was. Mal gucken. Gutes altes Doom-Gameplay auf jeden Fall, würde ich sagen. Alter, die Musik ist Hammer! Die passt perfekt dazu, ich sag euch. Ja, ja, wie komme ich denn wieder hoch? Weil springen und sowas geht natürlich nicht. Ah, wieder das Auge. Okay, ich muss Augen immer schießen, damit ich hier weiterkomme. Deswegen, ich bin mit dieser Generation an Ego-Shootern groß geworden. Deswegen kann ich mit diesen Deckungs-Shootern, was es auf Konsolen gibt und so weiter, kann ich absolut nichts anfangen. Man muss hier schön straven und so weiter. Zack. Also, gefällt mir. Unheimlich. da ist ein... Wie komme ich da hin? Man muss ja natürlich jetzt von modernen Ego-Shootern etwas umgewöhnen. Man kann nicht nach oben und unten zielen. Muss es auch nicht. Ah, okay. So. Da ist wieder das Auge. Ich spare mal so ein bisschen Shotgun, also Schrotflinten-Munition, würde ich auf jeden Fall sagen. Macht mir Spaß auf jeden Fall. Macht mir Spaß. Okay, wo ist jetzt das Auge? Ah, hier. Ja, so ein bisschen versteckt. Wie komme ich zu dem Schutzanzug da? Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es bestimmt ordentlich Geheimnisse zu entdecken. Gehe ich mal fest von aus. Aber da merkt man schon, jetzt wo ich jetzt quasi Doom seit langer, langer Zeit mal wieder spiele. Das ist da so dunkel. Kann ich da drüber oder falle ich da irgendwo rein? So, das ist mal nicht so gefährlich. Also natürlich jetzt Ultimate Doom und so ein Mod-Launcher. Die bohren natürlich die Auflösung etwas auf und so weiter. Uah! Shit, 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 shit. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber...
Und halt solche Sachen wie, man muss nicht mehr nachladen und so weiter. Was natürlich bei modernen Spielen auf jeden Fall immer machen muss. Oha. Gefällt mir. Vor allem die Musik. Und es ist mal schön, so ein wirklich klassisches Ego-Shooter-Spiel zu zocken auf jeden Fall. Macht Spaß. Schmeckt. So, wir kommen hier weiter. Also immerhin habe ich jetzt schon mal ein Level beendet. Also es wird kein Walkthrough oder sowas. Es wird jetzt nun mal wirklich mein allererstes reinspielen. Wie wir mal sehen, Secrets habe ich keine gefunden und so weiter. Aber es ist ja bei dem klassischen Doom immer so gewesen. Hier, gut, das ist natürlich durch die Mod jetzt. Da ist da sonst immer die Karte. Zack. Okay. Das ist so ungewohnt, dass man nur so ungefähr zielen muss. Okay, haben wir hier wieder ein Auge oder muss ich hier auf den... Huch! Wir konnten portieren? Teleportieren? Oder hier die Flamme ausschießen? Irgendwas muss ich doch bestimmt schießen, dass ich da weiterkomme. Ach, das ist ein Gang hier. Okay, gut. Wo habe ich was gehört? Ah! Nee, macht Spaß. Gefällt mir. Und vor allem halt die Musikuntermalung, die ist echt geil. Die passt. Hört euch das mal an. Komm noch mal runter. Komm. So, jetzt kommt's runter. Ey, die Musik, ey, hört ihr das? Der ist geil. Der Soundtrack, also, lohnt sich alleine schon für den Soundtrack. Da muss ich die Auto-CD, ich wollte eigentlich eingeschweißt lassen, aber ich glaube... Ist es dunkel hier? Ach, das ist ein roter Schlüssel. Ne, immer schön straven. Oh. Ja. Es ist nicht einfach. So, mal gucken. Mal nur ein Versuch. Es soll ja auch nur ein reingespielt sein. Es soll ja kein kompletter Playthrough sein. Dass ihr mal so sieht, was das kann. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Ich habe natürlich das originale Doom jetzt echt lange nicht mehr gespielt. Deswegen kann ich jetzt von der Levelqualität her jetzt keine zuverlässige Aussage geben. Boah, aber es ist schwer. Alter. Also leicht ist es wirklich nicht. Ich glaube in irgendeiner Werbeanzeige, ich glaube nicht zu dem Spiel war es, John Romero will make you his bitch. Ja, das scheint hier fast so zu sein. So, komm. Ein Versuch mache ich noch. Wo denn? Da. Die Musik. Hammer. Hammer. Gefällt mir echt. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr geil. Gucken. Kann ich das hier einsammeln? Ist das gut? Ach, damit portiere ich mich nach oben. Alles klar, gut. Brauche ich nicht, aber... So, nur noch 27 Health. Alter, ey. Muss echt vorsichtiger vorgehen. Mal gucken. Muss man sich echt konzentrieren. Ah, okay. Es sollte nicht sein, ich werde mich auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen weiter durchspielen. Also mein Ersteindruck von Sigil, echt super, die physische Version super. Und ein Highlight für mich ist echt die Musik. Hammer, hört sich super an. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.